Ich nehme eigentlich am Anfang immer alle Munition mit, einfach Ich für den auch. Fall, dass man die Waffe findet. Ja, genau. Also hier sind voll geile Sachen. Morphin-Injektor, 2 Stück. Nice. Ein paar Painkillers, eine Bandage. Wer nimmt das mit, ne? Ja, sicher. Okay, ich war jetzt Lucky hier. Punch. Hoffe, ich laufe jetzt auch richtig, Alter. Das ist voll. Ich glaube, auf dem Server ist es auch schon ein bisschen dunkel, glaube ich. Wenn du in die Sonne guckst, dann wird es extrem dunkel, ne? Das sind so Anzeichen von dem, dass es dunkel wird. Ja. Der Server gefällt mir. Mir gefällt ja sehr die Aufmachung von der Map. Diese, oh, ja. diese Savannen-Feeling da. Finde ich auch voll schön. Alter, hier liegen 3 verschiedene Magazintypen. 30 ja. RND, 30 RND Stark und G17. Aber keine Waffe. Alter, ich bin mir ernsthaft nicht sicher, wo ich jetzt wirklich bin. Ich glaube, ich muss ein bisschen hier mehr lang so. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich bin. Ich werde mich wahrscheinlich nachher an irgendeinem Ortsschild orientieren. Dennis, du kannst die Ortsschilder gar nicht lesen. Aber bei Tschernos ging das doch eigentlich auch halbwegs. Naja, gerade da ging es eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob dir. Ach, keine Ahnung, das werden wir schon sehen dann. Ich laufe auch gerade einem Schild entgegen. Beziehungsweise kommen von hinten. Muss ich mal gucken, was da drauf steht. Oh, ein Werbeplakat, Hammer, fick dich. Na, hier ist eine kaputte Kirche. Sieht aber cool aus. Wow, ich bin jetzt auch bei so ein bisschen so einem Hangar oder sowas. Ich glaube, ich bin schon gleich bei dem Airfield. Weil da ist nämlich ein Airfield, wo ich hin will. Da sind relativ viele große. Da ist ein ganz großer roter Loot. Und dann halt mehrere kleine rote Loots. Also Military, technisch. Ja. Bin hier mal gespannt. Ah, die Zombies, die sind schon laut. Vielleicht ein Huhn, Alter. Alter. Mann, hier der Zombie gesehen. Alter, ich blute. Und wir laufen mindestens ein paar 10 Zombies hinterher. Egal, ich geh jetzt hier rein. Und fühl mich hart. Und geh hier rein. Und fühl mich hart. Und geh hier rein. Und fühl mich hart. Hart. Ja. Meine letzte Bandage, Hammer. Na los. Ich hab DMR-Magazin gefunden, ne? Leute, ich brauche eine Bandage. Ich hab nur noch eine mehr. Ich hab nur noch eine mehr. Hammer. Ja. Egal. AKM-Magazin. Alter, dieses Brett, wo man hochlaufen kann, ist immer richtig geil beim Haus gerade. Ja, gell? Das habe ich auch gemeint vorhin. Aber hier oben ist halt einfach nichts drauf. Ja, aber trotzdem. Sieht irgendwie trotzdem gut. Leute, ich bin schon auf dem Airfield. Da hab ich ja mal übel viel übersprungen. Oh mein Gott, da ist ein Zombie hochgekommen. Okay, das heißt, wenn ich auf dem Airfield bin, dann bin ich jetzt theoretisch hier. Oder? Wo fängt der Airfield an? Hier. So, das heißt, ich bin jetzt quasi hier. Bin also theoretisch jetzt. Dann dürfte hier irgendwo eine Tankstelle sein. Da hinten ist eine Tankstelle, glaube ich, oder? Ja, hier ist eine Schule. Wie geil ist das denn? Da ist ja bestimmt übel viel geiler Stuff drin. Und hier ist. Lol, hier sind auch solche geilen Hangars. Und da hinten ist noch ein Traktor. Alter, die Zombies sehen einen über 10 Kilometer. Mhm. Bitte lass hier irgendwas Geiles gespawnt sein, Alter. Ich wäre gerade irgendwie eine Leide hoch auf irgendeinem Gebäude. Wir haben Anus der Welt. Alter. Wir Zombies, ey. Lol, ich habe ein Lernfeld gefunden. Du kleiner, dreckiger Lacker. Nur Magazine liegen hier rum bei mir. Geil ist das denn? Ah, jetzt, das ist ein Zombie. Ja, und den Markarov gefunden. Ja, bei der Markarov liegt ein M9 Magazin. Das ist voll sinnvoll, würde ich mal sagen. Okay, alles klar. Ich bin waffentechnisch eigentlich bis jetzt besser ausgerüstet als vorhin. Das heißt, okay, ich war vorhin auch nicht gut ausgerüstet. Deswegen kann man das hier nicht sagen. Ja. Ja, leck mich daran an Nudel, rennt mir das ganze Scheißdorf hinterher. Die kleinen Hütten erinnern mich an diese eine Battlefield Company 2 Map.
Weil alles unter Wasser steht, weißt du, was ich meine? Kann sein, ja. Ich bin mir aber ernsthaft, ehrlich gesagt, nicht wirklich sicher. Ja, nur so ganz viele kleine Furzhäuser. Und hier ist so ein Bazar, Alter, das ist immer richtig geil. Ich glaube, die kommen mal hinter mir die Treppen hoch. Ah, alles klar, Leute. Hier ist halt klasse. Wo kommen sie jetzt rein? Oder gehen sie wieder? Makarov-Magazin. Ich finde voll viel Trinken und Essen und Verpflegung und sowas. Na gut, es ist eigentlich Verpflegung. Was ja, ich finde viel Trinken, aber wenig Essen. Ich habe noch nichts zu essen gefunden. Okay. Dafür, doch, jetzt habe ich was zu essen gefunden. Das Gute ist, die Zombies, die gehen nachher irgendwie wieder runter. Echt, habe ich auch schon. Voll gut. Das ist geil, ist halt, du kannst dich dann viel besser orientieren, weil die Map, die du online hast, die zeigt, dass oben ist immer Norden. Das heißt, wenn du den Kompass aufmachst, dann siehst du genau, wo du bist halt, ne, eigentlich so. Also. Headshot. Schießt du fünfmal daneben, sag immer Headshot. Alter. Das machen nur professionelle Spieler. Die schießen fünfmal daneben und sagen jedes Mal Headshot. Oder Dennis macht auch mal so. Ja, als professioneller immer. Spieler. Ja, als Profi. Ich bin Hardcore-Gamer. Ich spiele ESL und so. Was? VDSL? ESL. Achso. Electronic Sports League. Gemlight, ne, brauche ich nicht. Sorry, Kollege, kannst du behalten. In den ganzen Räumen ist nichts drin. Ne, ich sag das nicht schlecht. Was ist denn das, wenn du so eine Schule findest, Alter? Bin in der Schule. Echt jetzt? Lol, wie geil. Ja, weil bei mir, haben wir viel gefunden jetzt. Also ich habe zwei Waffen gefunden. In den ganzen Seitenräumen ist nichts drin. Nicht? Dann muss ich, also gar nichts oder nichts Gescheites? Gar nichts. Da ist ja nichts gespawnt. Aber Lingua spawnt eigentlich übel schnell, was? Finde ich. PF, finde ich. Voll gar nicht lustig. Oh, 15 Round Ding. Leute, hier liegt noch eine Marker auf. Soll ich mal mitnehmen für dich? Aber wir finden uns vielleicht eh nicht so schnell, ne? Ich nehme aber die Max mit, Junge. Oh, die wollen mich. Am Sack wollen die mich, Alter. Komm her, Junge. Oh, hier liegt ein Alice Pack. Oder? Ah, ne, es ist kein Alice. Hammer. Teleportierende Zombies. Das ist was Gutes. Okay, bei mir ist die Lage eigentlich ganz okay, wenn ich ehrlich bin. Gut, wenn ich unehrlich bin, dann natürlich nicht, aber. Warte. Das denken wir so ganz kurz das Magazin. Also Max, ganz kurz, so als kleine Zwischeninfo. Ja. Der zweite Part ist jetzt online. Bali ist echt gut. Okay, nice. Okay, die Enfield rausholen. Mit echt gut meine ich. Und du weißt das. Leute, ich habe eine Baracke gefunden. Eine richtige Baracke. Alter, ja klar. Der Zombie schlägt mich durch die Wand. Alles klar, du Scheiße. Ja, das gibt's. Das ist scheiße. Dreckiges Stück Code. Code okay, irgendwie hab ich keinen Bock auf den Platz, wo ich hier gerade bin. Man, hier ist nichts. Ja, dann lass dich doch töten. Dann mach ich jetzt auch. Komm schon, lass eine Waffe für Max da drin liegen. Scheiße, Mann. Oh mein Gott. Alles klar, Leute.
bin ein Zombie, ich überleg's mir nochmal anders und dreh wieder um. Dreck da. Kann man nicht irgendwie G17 auch für sowas benutzen? Nee, ne? Du nicht. Findest du das lustig, ne? Ja, einfach mich zu diskriminieren wegen meiner Munition. Dennis diskriminiert mich wegen meiner Munition. Ja. Nee, doch nicht. Fuck. Ja, komm, du ich hab Stunner und AK. Ich finde voll viel Munition, aber ich finde halt irgendwie keine gescheite Waffe. Ich hab nur die Enfield, Mann. Das ist voll kacke. Die Enfield ist One-Shot, Alter. Ja, aber ich vielleicht haben wir laut. Ja. Aber egal, Mann. Ich hab da drüben nochmal über viele Baracken. Hier drin spawnt nichts. Willst mich verarschen? Nö, will ich eigentlich nicht. Warum? Aber danke der Nachfrage. Nächstes Mal mache ich's. Gut, aber so übertrieben hart ist der die Enfield jetzt auch. Oh, der liegt Enfield. Der liegt eine Windschutzscheibe. Ich habe eine Winchester. Weiter. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, da liegt eine Winchester. Wäre natürlich geil gewesen. Okay, hier ist auch nochmal ein Military. Na, wie kommt man hier rein? Man, hier liegen einfach 5 Millionen. Ah, dein Abschied aus. Hey, wie kommt man denn diese komischen Talhangars rein? Da, auf jeden Fall liegen hier irgendwie Millionen von irgendwelchen Pistolenmunitionen rum, aber keine einzige Piste. Ja, natürlich ein bisschen doof, ne? So, was liegt hier denn? Ah, das ist nur Cola. Ja. Sah grad voll krank aus. Voll diese Textur war. Also ich brauch keine Windschutzscheibe. Sicher? Eine Waffe. Stell dir, du wirst mit der Windschutzscheibe um dich, Alter. Machst die alle kaputt. Ja, hier liegt noch eine. Hier liegt erst das Stunner, ist das. Komm schon, lass eine gescheite Waffe für mich droppen hier, komm. Droppen vor allem. Alles klar, Mädels. Chillt euch ruhig zu mir. Okay, ich folge jetzt am besten der Straße und finde da hinten jetzt am besten den versprochenen Traktor. Was ganz geil wäre, meiner Meinung nach. Also das sollte ein Traktor theoretisch spawnen können, also die Chance wäre vorhanden. Fände ich gut, ne? Also, boah, das wäre so geil. Das wäre so geil, wenn ich jetzt einen Traktor hätte. Dann würde ich zu dir runter driven hier am Trigger. Ist ja so fett, Junge. Ach Gott, Alter, wie ich einfach nichts hab. Wie fühlt sich das so an? Schon scheiße, oder? Ich zu verlassen. Verlassen dieser Welt, ja. Schon ein bisschen dreckig. Mann, jetzt kein Traktor, das ist doch scheiße. Wenn die Zuschauer schreiben gleich, der stand doch da, das ist übersehen. Alter, hier war einer auf die Fresse hier. Ja. Schau mir dann nachträglich einen auf die Fresse, mach dann ein Video. So. Wie du dir auf die Fresse schlägst. Ja. Okay, alles klar. Jetzt kommen wir noch zu relativ vielen. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...